Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Willkommen zurück zum 1860 München Projekt. Und ja, wie ihr seht, es läuft mehr schlecht als recht. Ne? Wir haben seit dem dritten Spieltag haben wir einfach kein Spiel mehr gewonnen. Kein Punkt, ja, doch kein Spiel mehr gewonnen. Und wir sind aktuell auf den 11. Sind wir sogar gesunken? Ich habe gar nicht geguckt. Ja, wir sind auf den 11. Tabellenplatz und müssen jetzt gegen Havelse alles rausholen. Und gegen Havelse gibt es keine andere Wahl für mich, als auf pure Erfahrung im Sturm zu setzen. Booster und Quang Song gehen raus. Mölders und Lex starten das Spiel. Hillard Ace hat sich verletzt. Der fällt aus bis zum 16.09. Und wir spielen am 18.09. gegen ihn. Die lasse ich jetzt erstmal drin. Aber die beiden Stürmer wollte ich auf jeden Fall starten lassen. Ich werde auch gleich sagen, dass ich die beiden im nächsten Spiel brauche. Und es geht einfach nicht so weiter. Es geht einfach nicht so weiter. Wir starten direkt in die Woche und hoffen einfach das Beste. Bis gleich. Steinhardt ist bedauerlicherweise immer noch verletzt. Der fällt auch noch bis zum 20.09. aus. Das heißt, gegen Würzburg ist er wieder da. Okay, damit kann man aber arbeiten. Und das Wichtigste ist, mein Abwehrchef ist wieder da. Mein Abwehrchef ist wieder da. Ich setze ihn auch direkt rein. Subotic wird bei mir eine tragende Rolle in der Abwehr spielen. Ist zwar verletzungsanfällig, habe ich bis jetzt auch stark gemerkt. Aber er ist da, er ist ablösefrei da. 280.000 kostet er mich. Das ist halt so ein Ding. Er wird die jungen Wilden da leiten. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja, Saric, Golden haben die gleiche Form, die gleiche Stärke. Da kann ich mit arbeiten. Sanchez kommt rein für Deichmann wieder. Die sind von der Form her gleich. Da aber Sanchez ist halt stärker. Dann habe ich noch Marcel Bär. Und Yao, nehme ich dafür jemanden mit? Nein, Belbel bleibt noch. Oder ich versuche es einfach mal. Belbel überzeugt ja auch nicht wirklich. Und starte mit Chouaref. Wie heißt du? Elias. Mit Elias. Ich starte mit Elias. Dann Wydra vorne drin oder Talek? Ich glaube, ich nehme jetzt Talek mit. Der ist ein bisschen erfahrener. Ein bisschen älter. Was heißt erfahrener? Erfahren sind die nicht alle. Kretschmeier kommt nicht wirklich ins Spiel. Der kassiert immer seine Tore und mit der Verteidigung wollte ich noch reden. Wir gehen jetzt erstmal in die Teamdynamik. Ich wollte ja mit den Spielern reden und Mölders wird halt nochmal gesprochen. Im nächsten Spiel brauche ich dich in Topform. Verspricht sich voll reinzuhängen. So, dann. Wo ist Lex? Stürmer, Position. Wir wollen Stürmer. Lex. Beste Leben. Erstmal wegklicken. Lex, so. Du bist im nächsten Spiel von Anfang an dabei. Also, ich hoffe. Beweis mir, dass ich falsch liege. Wenn du hier jetzt kommst mit. Oh, wird langsam Zeit. Bla bla. Also beweis es mir. Du musst auf jeden Fall im Training zusehen. Ich tue, was ich kann mit 21 Jahren oder was. Du musst körperlich stärker werden, Biancardi. Hillard Ace, gib im Training lange Pässe. Nein, du musst auch körperlich stärker werden. Innenverteidigung. Komm schon, zuck mit den Schultern. Ja, als ob. Schenkt euch an. Kerin Moll. Marco Hiller hat gut trainiert, auf jeden Fall. Als zweiter Mann, optimal. Ich habe leider keine Pokalspiele, wo ich den noch spielen lassen kann. Steinhardt. Wydra, gib im Training alles. Ja, komm, Marcel Bär. Chouaref. Du bist im nächsten Spiel von Anfang an dabei. Erstmal schön motivieren. Das hört sich gut an. Ich werde mein Bestes geben. Vielleicht überrascht er uns ja. Vielleicht überrascht er uns ja und macht das Ding des Jahrhunderts. Sonst müssen wir vielleicht nochmal unsere Formation überdenken. Ich meine, wir haben ja genug Spieler. Wir können ja Wydra auch als ZM spielen lassen und damit rechts und links außen spielen. Aber was können die dann? Okay, du kannst jetzt auch noch Zehner versuchen zu spielen, Quang Song, ne? Aber. So, will ich Hillard Ace mitnehmen oder nehme ich Moll mit? Ich nehme Moll mit. Ich will Erfahrung. Ich will Erfahrung dabei haben. Leon Belbel, Wydra, Brewster. Ich nehme Bär auch mit. Quang Song darf gar nicht. Der wird komplett. Der verkackt mir zu viel. Bär nehme ich mit. Und Yao, ja, Yao, du musst halt Gas geben, ne? Weil ich habe noch Bär da. Oder lasse ich Bär spielen? Dann bin ich schon wieder ein bisschen stärker. Wir sind wesentlich stärker als sie. Komm. Komm, so machen wir das. Dann habe ich Diao als möglichen Stürmerersatz noch. Ich habe gar nicht die Taktik gemacht. Aber egal. Ich glaube, das reicht so. So, der Sieg. Wir werden nicht verlieren. Wir werden nicht verlieren. Wir dürfen nicht verlieren. Geht raus. Referee Marcel Schiss hat die Partie freigegeben. Konzentration von der ersten Minute an. Wer kriegt die erste Chance des Spiels? Natürlich Havelse. Schöner Steilpass von Jul auf Julius Dücker, aber der schießt viel zu früh und trifft den Ball nicht richtig. Weit vorbei und vollkommen harmlos.
Wir haben seit 400 Minuten kein Tor mehr geschossen. Stellt euch das einfach mal vor. Wir haben zwei Stürmer da vorne. Keiner schießt Tore. Noch mehr. Es geht weiter. Direkt. Katastrophaler Fehlpass von Subotic. Ich will die Erfahrung vorne drin haben. Und der macht den Fehlpass. Aber Fröse schießt etwas überhastet. Sein Schuss geht 25 Metern aus. 25 Metern geht weit am Tor vorbei. Sind wir das hier nicht? Nein, es geht weiter. Nur Havelse. Flanke von rechts durch Florian Riedel. Weiß legt per Kopf in die Mitte ab. Kretschmer verschätzt. Oh nein, meine Fresse jetzt. Aber kein Havelse kommt an den Ball. Wir haben Glück. Kretschmers Fehler werden nicht bestraft aktuell. Wir gehen jetzt drauf. So. Voller Gegenangriff. Wir sind stärker. Wir sind fast 50. Wir sind 50 Punkte stärker. 51 Punkte. Das kann doch nicht sein. Kommt schon. Kein einziger Eingriff in der ersten Halbzeit. Und jetzt Schuhe holt sich die gelbe Karte. Erste Aktion. GG auf jeden Fall. Good game von dir. Holst du die gelbe Karte. Meine Offensive ist katastrophal. Die wird gleich komplett ausgeschimpft, Junge. Ja, kann ich nachvollziehen. Die Fans hier scheinen mehr daran interessiert zu sein, sich das Anstehen an der Toilette zu ersparen, als sich die letzte Minute dieser Hälfte anzutun. Ja, mehr Chancen. Wir haben keine einzige Chance gehabt. Abpfiff erste Hälfte. Spielergespräche. Kritisieren, 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 kritisieren. Ihr werdet alle kritisiert. Sobotisch eigentlich auch, aber was soll ich da machen? So. Dann, wir sind im Soll. Ich wusste, dass sie das packen. Dann lasst uns mal für Aufsehen sorgen. Haut da jetzt mal raus. Killt die mal. Komm, Wytra kommt jetzt auch nochmal rein. Wytra, zeig mir einfach, was du drauf hast. Ich erwarte so viel von dir, habe ich. So viel, du warst so gut in in der ersten Session so gesehen mit 1860 bei Dortmund. Du warst so stark. Jetzt zeig, warum ich dich geholt habe. Geht drauf. Sanchez hat sich verletzt. Wow. Wow, wer kann das spielen? Quirin Moll, ja, gut, dass ich dich mitgenommen habe. Gut, dass ich dich mitgenommen habe. Kriegen wir jetzt mal unseren ersten Angriff. Nein, es geht weiter, nur Havelse. Verwirrung im Strafraum von 1860 München. Keiner schlägt den Ball entscheidend weg. Dann schnappt sich Weiß die Kugel. Zieht aus kurzer Distanz ab. Kretschmer ist zur Stelle. Oh, Kretschmer, danke, dass du dich noch gefangen hast. Ja, jetzt kommt schon wieder. Wie viele attraktive Kolleginnen schicken die zu unseren Kommentatoren? Kommentatoren. Junge, meine Fresse. Komm. Jetzt haben wir noch Brewster. Ich kann Brewster reinbringen. Oder Bälbel rein. Komm, Lex. Brewster. Nochmal einen jungen Stürmer, weil Lex. Ja, wird doch Zeit, dass ich spiele. Aber nichts bringen, oder was? Keine einzige Aktion. Voller Angriff. Zeig mal was. Niklas Lang kriegt auch noch die gelbe Karte wegen Foulspiel. Beste Leben. Und es geht weiter. Nur Havelse. Haben wir schon mal einen Angriff von uns gesehen? Nein. Meine Fresse. Wir haben Glück, dass Weiß nicht Fußball spielen kann anscheinend. Blinkt von rechts in den Strafraum. Doch sein Schuss nach einem Haken ist zu kraft- und saftlos. Und kein Problem für Kretschmer. Jetzt wechseln sie auch noch. Wir können nichts mehr machen. Wir können nichts mehr machen. Es geht nur Havelse. Weiß schlägt den Ball aus dem Halbfeld in den Strafraum, doch die Flanke gerät ein bisschen zu weit. Niklas Lang und Subotic müssten den Ball eigentlich absichern. Doch Niklas Lang hält ihn per Kopf im Spiel. Böse reagiert blitzschnell. Er holt den Ball aus der Luft, legt ihn sich nach innen vor und zieht aus 10 Metern Vollspann ab. Kretschmer, es ist so lächerlich. Es ist einfach so lächerlich. Wir kassieren jedes Spiel Gegentore. Unsere fucking Schirmer. Ich habe 50 Schirmer gekauft. Und keiner macht Tore. Was soll ich dazu noch sagen? Was soll ich sagen? Was kann ich machen als Trainer? Seit 500 Minuten bald. Wir haben seit fast 500 Minuten kein Tor geschossen mit einem Mölders, mit einem Brewster, mit einem Lex und mit einem Kwangsong. Was Schirmer sind, die in unserer Liga eigentlich nichts zu suchen haben. Besonders Brewster und Kwangsong, die eigentlich eine Liga höher als Talente spielen können. Und bei uns sind sie Stammspieler. Aber sie schießen einfach keine Tore. Es ist lächerlich.
Es ist sowas von lächerlich. Komm, voller Angriff, ich kann nichts machen. Ich kann einfach nichts machen. Ich bin kurz vor der Tribüne, ich werde gleich rausgeschmissen. Jetzt wechseln die auch noch einen Stürmer. Die Gegner kriegen eine Chance. Ich habe keine einzige Chance von unserem Team gesehen. Nein, es geht einfach weiter. Havelse. Moll riskiert einen Strafstoß. Perfekt. Plumpe Grätsche gegen Jeschke. Aber Marcel Schütz zeigt nicht auf den Punkt. Aber es gibt Freistoß, den er reinmacht. Bestimmt. Nein, es geht einfach weiter. Schütz kriegt die gelbe Karte. Wegen, nee. Rufidis kriegt die gelbe Karte wegen Zeitverzögerung. Ja, hat alle Zeit der Welt. Wow. Geht drauf. Ah. Jetzt holt er sich auch noch Gelb-Rot. Warum? Warum? Spielt ihr so ein Scheiß? Du hast gelbe Karte. Was machst du mit taktischen Foul jetzt? Meine Fresse. Meine Güte, es lief so gut. Es lief so gut und jetzt läuft gar nichts mehr. Als ob das wirklich an den Schwierigkeitsgrad liegt. Möllers ja wird nur durch ein Foul gestopft von Teichgräber. Wir sind jetzt einer weniger. Jetzt kriegen wir nochmal einen Freistoß. Freistoß Kirin Moll. Was schießt Kirin Moll? Ich muss das nochmal einstellen. Ziel ab. Trifft genau das Bein von Felser, der an der Mauer steht. Wow. Warte. Wir hatten Chancen. Jetzt kommt nochmal. Schöne Kombination von 1860 München. Brewster zieht ab und trifft. Aber schon im Abseits. Was soll ich dazu sagen? Unser erstes Tor nach 100 Jahren Abseits-Tor. Und Schlusspfiff. Perfekt. Nichts mehr passiert. Nichts mehr passiert. Nichts. Guckt euch diese Statistiken an. Zwei Schüsse. Zwei Chancen. Und eine davon war ein fucking Freistoß. Ein fucking Freistoß. In der 81. holen wir uns doch gelb-rot. Und wir kriegen den Ball nicht aus dem Strafraum raus. Das ist so lächerlich. Wir gehen in die Stimmung rein. Dann gucken wir mal. Das entscheidende Tor war typisch. Kians Frohse. Herrlich, einmalig. Trainer Rüdiger Ziel. Der TSV Havelse hat verdient gewonnen. Wir haben unseren Rhythmus nicht gefunden und keine sicheren Bälle gespielt. Wir haben gesehen, dass wir weiter hart arbeiten müssen. Wir müssen uns jetzt sammeln. Die Niederlage wird uns aber nicht umhauen. Trainer Florian Beckmann. Ja. Zitat des Tages. Wir müssen jetzt erstmal nachdenken. Nachdenken, das bedeutet, dass man über alles Mögliche nachdenkt. Beste Zitat. Wir gehen in die Ergebnisse, gucken, wir sind weiter gefallen, wir sind jetzt auf dem 12. aktuell, 11 Punkte, aber okay, es sind nur 10 Punkte, ne? Es sind nur 10 Punkte und wir sind am 10. Spieltag. Ist noch alles möglich, aber nach unten sind es auch nur noch 2 Punkte, die Abstiegsplätze. Ich glaube, der Vorstand ist damit nicht mehr so einverstanden. So, Wien Wiesbaden gewinnt 3:0 zu Hause gegen Waldhof Mannheim, Zwickau gewinnt ebenfalls 3:0 gegen SV Werl zu Hause, Würzburger Kickers verlieren zu Hause 0:2 gegen Viktoria Köln. SV Münden gewinnt zu Hause mit 4:2 gegen Türkische München. Hallischer FC gewinnt 1:0 gegen Saarbrücken. Kaiserslautern gewinnt 4:0 gegen Duisburg. Osnabrück gewinnt 1:0 gegen Eintracht Braunschweig. Havelse gewinnt 1:0 gegen uns. Viktoria Berlin kommt zu Hause unter die Räder beim 0:5 gegen Magdeburg. Und Borussia Dortmund, die zweite aus Dortmund und die zweite aus Freiburg. Und das einzige Unentschieden des Spieltages beim 1:1 in Dortmund. Spielerstatistik, dann gucken wir mal. Spieler des Tages ist Kai Brückner von Magdeburg. Läuft hart. Von Magdeburg haben wir gleich 3 Spieler vertreten. Schuler, der 3 von seinen 4 Saisontoren heute gemacht hat. Okay, auf jeden Fall GG. Und Müller und Brückner halt. Dann haben wir von Zwickau haben wir Bruno Gallo. Von Meppen haben wir Blascher, Perei haben wir zum zweiten Mal dabei. Von Dortmund Götze haben wir von Kaiserslautern. Und Zimmer, dann haben wir von Havelse Riedel. Ich will jetzt Mittelfinger zeigen, aber ich muss neutral bleiben. Von Hallisch FC haben wir Cordis Body. Auch zum zweiten nominiert und von VfL Osnabrück haben wir Kühn. GG. Am Ende der heutigen Folge angekommen. Was soll ich dazu noch sagen? Was soll ich dazu noch sagen? Ich glaube, wir holen uns Knöpfer wieder zurück. Der hat auch in der zweiten Mannschaft einfach 2 Tore geschossen. Der macht einfach sein Ding. Ich hole ihn einfach in die erste Mannschaft. Das reicht mir jetzt. Ich schwöre, unsere Spieler machen keine Tore.
Und Knöfer hat auch jetzt auch noch eine 14er Form. Den packe ich jetzt einfach rein und der macht sein Ding. Ist ein Dribbler, Stürmer. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Der wird sein Ding hier machen. Der schießt uns bestimmt nächstes Mal zum Sieg. Gegen Würzburg. Unsere Chance. Wir steigen immer weiter, wenn man sich das einmal anguckt. Hier, Karriereoption. Oder hier kann ich auch gucken. Nein, hier nicht. Karriereoption. Wir sind hier bei Vorstandsvertrauen. Der Vorstand hasst uns langsam. Er hasst uns einfach. Unsere Schirmer schießen nicht. Da hat Niklas Langlauf die gelb-rote Karte gekriegt. Ja, moll. Ach, wow. Hillard Ace. Wow. Antonio Sanchez ist verletzt bis zum 10.10. Wow. Was soll ich machen? Ich kann einfach nichts dagegen machen. Ich kann einfach nichts machen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem einigermaßen gefallen, wie ich komplett in Rage gerate. Mal wieder. Ist die Saison ja nicht besonders selten. Und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal. Haut rein. Ciao. Ich weiß, dass sie wissen, ja, ich habe keine Zeit. Mache immer weiter, denn ich fühle diesen Vibe. Viele wollen connecten, weil sie wissen, wer ich bin. Aber ich habe kein Interesse, weil ich nicht weiß, wer sie sind. Aber lass